Sucherin, du bist zurück. Wo sind denn alle? Sie flohen. Suchten Schutz im Heiligen Berg. Doch die Ungläubigen verfolgten sie. Kann ich dir helfen? Nein, Sucherin. Ich bin am Ende. Es ist bald soweit. Bemitleidige dich nicht die ganze Zeit. Zack. So. Maria. Sie war niemand, der einfach so aufgibt. Tja, sie mussten für ihr Leben teuer bezahlen. Endlich ist das wohl alles, worauf wir noch hoffen können. Deswegen konnte ich hier nicht hinreisen, Leute. Weil hier ja, wir müssen das ja auch alles sehen hier. Guck mal hier, es liegt, steht alles in Flammen. Oh. Oh. Müssen wir die jetzt alle killen? Ich meine, ist ja kein Ding, aber... Hat er gerade eine Bombe geschmissen? Keine Munition, dein Ernst? Hat er jetzt gar keine Schwachstelle mehr? Au! Er läuft durch. Lol, ist das andere Scheiß wieder durchgelaufen? Egal. Okay, Feuer ist bei dem nicht so cool. Die Nora haben sich hier zur Wehr gesetzt. Sie haben alles getan, um das Becken zu beschützen. Aber die Tore haben nicht gehalten. Das hier ist Hades Zukunft. Metall und Asche. Und Asche. Ja, so sieht's aus. Okay, haben wir die beiden schon mal weg. Kommen da noch mehr? Oh, hier brennen alle. Boah, das hört sich groß an. Voll der Beat. Oh, da ist er. Oh, der hat mich schon entdeckt. Oh, 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 oh. Doch kein Beat. So, gleich mal ein bisschen nachlegen hier wieder. Das bringt da nichts. Das Geile ist, der schießt da gerade gegen. Oder auch nicht.
Muss mal näher ran hier, das ist zu neblig. Zu neblig, for apologize. Boah, ist klar, der weiß natürlich trotzdem, wo ich bin. Eigentlich musste man den noch immer in der Mitte treffen. Genau, jetzt sind wir auch da. War coole Mucke. Muss ich den überhaupt besiegen? Bestimmt war. Was eine gute Taktik, hier hinten zu sitzen. Aber ich verstehe schon, wir müssen den auch hochheizen und dann mit durchdringenden Pfeilen. Hier nun. Warum kann die eigentlich nicht mehrere Pfeile wieder nehmen? So, guck mal, das klappt auch noch. Oh, er kommt. Okay, öffnet die Luken. Der hat gesessen. Scheiße, ist ja schon draußen. Bam! Nice! Bisschen Noob-Taktik, aber immerhin. Oh, daneben. Trefft die nicht. Wir haben Fähigkeitspunkte erhalten, wahrscheinlich, weil wir das Vieh getötet haben. Doch mal still. Ich krieg den nicht. Komm, dann gehen wir jetzt hin. Vor allem mit den guten Pfeilen, nicht Trottel. Hier mit den einfachen. Das reicht für den, aber wir können ihn ja schön looten. Lass mal den Skorpion da oben in Ruhe. Bam, in your face, bitch! Okay, krass. Jetzt müssen wir ja alles nochmal killen. Es ist verwüstet. Das hier war jahrelang meine ganze Welt. Sie wurde innerhalb von Stunden zerstört. Mutters Wiege. Dem Erdboden gleichgemacht.
Ja, war ja eigentlich klar, oder? Dass es so kommen muss. Es muss immer Opfer geben. Vogelgesang. Noch nie war es hier im Becken so still. So tot. Oh oh. Ich hoffe, die konnten sich alle retten, wenigstens zumindest ein paar. Man muss die ganzen Viecher hier gar nicht killen. Man kann sie auch dran vorbeischleichen. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ja, ich hoffe es nicht. Ich hoffe nicht, dass wir das brauchen. So, wir nähern uns dem Ende, Leute. Ich habe das im Urin. So. Schnell mal an allen noch vorbei. Ein Kampf. Noch eine Niederlage. Die Eklipse hat alles zerstört. Wir werden auf jeden Fall... Ich wollte auch mal ganz kurz was gucken, Mensch. Mal gucken, ob wir nämlich noch hier Dings haben. Was Besseres. Wir haben jetzt ausgerüstet. Das hier. Nahkampf. Schutz. Was? Schutz? Ach doch, ja. Schutz. 18%. Wie viel haben wir denn gerade ausgerüstet? Mehr als 18 auf jeden Fall. Achso, da. 15 und 6. Na, lass mal so. Hätte auch mal neue Rüstung gebraucht. So, dann gucken wir mal hier, ob wir noch was Cooles bekommen haben. Boah, noch mehr Abriss. Sehr heftig. Wobei ich brauche halt auch Feuer. Feuer. Ne, wir lassen das mal so. Wir lassen das mal so, Kollege. Wie gesagt, wir müssen die gar nicht töten, glaube ich. Können uns auch hier dran vorbeischleichen. Also, los. Oh. Hi. What? So viel zum dran vorbeischleichen. Aber das müsste doch klappen an den Teilen. Boah, zwei ist halt auch schon... Ja, da ist das Teil schon mal ab. Oh, nee, daneben. Lol, halt doch mal still. Jetzt haben wir ihn. Er sieht mich nicht, weil ich im Busch sitze, oder was? So, Kollege, und jetzt gibt's Feuerwerk. Ups. Lol. Her. Haben die sich wieder zurückgezogen, diese komischen Roboter-Skorpion-Dinger? Ah, jetzt kommt er schon. Auf dich hat die Welt gewartet. Ich brauche echt mehr Feuerpfeile. Da kommt der Stein geflogen. Ja, wobei, das hier war auch ganz geil. Komm, beweg dich. Einen Schritt nach vorne. Aber es macht gar nicht so viel Schaden, wa? Gut so. Oh. Macht echt nicht so viel Schaden.
keine Beachtung. 85 macht die Kacke nur. Ja, da müssen wir das wirklich mit Feuer machen. Den hochheizen. So wie jetzt. Boah, den habe ich nicht kommen sehen. Müssen gleich mal noch die anderen Pfeile ausprobieren. Au. Probieren mal die aus. Er ist tot, ja. Alter, chill mal, wo kommst denn du her? Okay, da kommt er schon angehumpelt. Autsch. Hey, du sollst zielen und schießen. Nicht Bodenangriff machen. Nochmal. Bam. So. Wo ist ein anderer hingefallen? Den würde ich natürlich auch gerne looten. Hier liegt da. Ist natürlich cool, wenn wir da irgendwas kaputt machen und die ganzen Roboter dann wieder friedlich sind. Man, wir sind... Noch mehr Verluste verkraften wir nicht. Kämpfen! Kämpfen! Da! Guck mal, die hab ich voll getroffen. Nur noch du und ich. So. Da klappert aber schon wieder irgendwas. Und dann noch irgendein Kackroboter, oder? Da kommt bestimmt noch was richtig Großes. Oder das klopft an der Tür. Okay, nächsten Roboter. Ich hab gedacht, es klopft vielleicht von innen an der Tür. So. Jetzt bin ich mal gespannt hier, was auf uns wartet. Natürlich erstmal wieder so ein paar Wichtigtour. Analogstick. Und noch hier so ein Kuscheltier. Ja. Dagegen wart ihr doch immer so schön anfällig. Sehr schön. War nur Segelzahn. Ein Segelsäbelzahn. So.
Wieso kann ich den denn bitte nicht mitnehmen? Ja, ist nicht schlimm, weißt du was? Dann nehmen wir einfach ein großes. Hauptsache, ich kann es mitnehmen. So. Okay, hier haben wir noch ein paar Pflanzen. So, Leute, jetzt könnt ihr mal gerne mal mitraten, was da oben auf mich wartet. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. So. Mehr Eclipse. Oh, tatsächlich, Eclipse. Ein verdorbener Donnerkiefer. Die Überlebenden müssen sich im Berg verstecken. Wenn der Tunnel einstürzt, werden sie begraben. Und ich erreiche die Luke nie. Weißt du, scheißegal. Scheißegal, ob die Menschen sterben, ob da sie erreicht das, weißt du? So, Kollege, jetzt. Ui, was ist das denn? Das verbessert meine Chancen. Ihr habt euch. Krieger, an Aloys Seite, jetzt! Für Aloy! Für die Armutter! Bah, und Soma, sie leben! Wo ist das denn? Okay, was ist die Schwäche? Feuer. Ungläubig und verdammt! Du wirst sterben! Boah, das sieht groß aus. Alter! Zieh dir das Vieh rein! Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Was hat das denn für Drohnen um sich, Alter? Was ist das denn? Erledigt den Dämon! Ah, Feuer ist ganz cool. Guck mal, das ist schon gut tot. Möge der Schatten dich verzehren. Komm auf die Teile. Ja. Guck mal, der humpelt schon, der Humpelkumpel. Die Verderbnis wird nicht siegen. Mach dir deinen Kiefer kaputt, Kollege. Mach ihm einen Rocket Launcher. Es brennt. Ja, das war's. Ja, es ist weg vom Fenster. Ja, haben wir es nochmal stolpern lassen. Wir haben es geschafft. Urmutter sei Dank. Geil. Es ist jetzt ein scheiß Ernst. Hau ab da. Ich hänge hier noch fest hier wegen dir. Jemand. So, wo sind die komischen Typen, die hier noch aufmucken? Hey, muck nicht! Leute, er lebt immer noch. Komm, du kriegst da eine mit dem. Ich wollte gerade sagen, Alter. Ich dachte, wir würden sterben. Wenn es einer geschafft hat, dann bin ich das. Krasses Vieh auf jeden Fall, ey. Puh. Nice. Das ging ja besser als gedacht. Meine Freunde. Ah, hier lag sogar noch so eine Waffe. Das war die, die ich hatte, wa? So. Mit euch mal. Sucherin, wie du zu uns gekommen bist, werde ich nie erfahren. Aloy, deine Taten wiederholen die alten Geschichten. Noch ein Metallteufel, der auf den Berghängen vernichtet wird. Wärst du nicht zurückgekehrt, der Stamm wäre verloren gewesen. Du hast uns gerettet.
Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Val. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei? Im Moment aber. Das war nur ein Kampf, Val. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kaja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Jupp. Ich sorgte dafür. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Tirsa brach das Tabu. Sie befahl dem Stamm im Berg Schutz zu suchen. Lansra, sie wollte das nicht. Aber ich glaube, sie hat niemand gehört bei dem Kampfgeschrei. Tirsas Entscheidung war richtig. Gut für sie. Der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. Du wirst sehen. Das ist mein Stichwort. Warum können wir das hier eigentlich nicht aufheben? Schade. In den Boden gebackt.